Die träumende Stadt. Eine Erwachtenfestung, unerreichbar für alle Außenstehenden. Genau wie mein Wunsch. Gewährt von Riven, der letzten Ahamkara, die nur mit mir verhandelte. Bis meine Stadt angegriffen wurde. Erst vom besessenen König, dann von der Hexenkönigin. Dann verhandelte Riven auch mit ihnen. Und ihr letzter Atemzug gewährte einen Wunsch, der die träumende Stadt verfluchte. Doch Salathun ist gewieft und clever. Sie fügte der Mauer, die meinen Pakt mit Riven trägt, im Geheimen ihren wahren Wunsch hinzu. Die Verfolgung des Zeugen. Nur Riven kann den Weg öffnen. Riven, deren Herz die Hüter herausrissen. Meine Tekjens beschwören ihren Geist herauf. Wir erfüllen Savatons letzten Wunsch. Warten auf Rivens letzten Preis. Destiny 2 Season des Wunsches. Genauso sieht's aus. Der besessenen König Oryx und die Hexenkönigin Savathun. Und jetzt wird wahrscheinlich auch wie immer noch was gesprochen. Dann hören wir doch mal gespannt zu. Hüter, meine Tekjens werden Rivens Geist heraufbeschwören, damit sie Savathuns Wunsch erfüllen kann. Aber die Solspalterwex belagern die Warte der Stimmen und versuchen, unsere Bemühungen aufzuhalten. Ich bitte dich einmal mehr, der träumenden Stadt zu helfen. Petra und Krähe werden dich leiten. Okay, dann legen wir doch mal los. Neue Mission, letzter Wunsch und damit... Dass ich keinen roten Teppich ausgerollt habe. Ich hatte zu tun. Erzähl mir was Neues. Wie ist die Lage? Die Tekjens haben Rivens Herz aus der Warte evakuiert, während die Vex ihre Position verfestigt haben. Vernichten wir sie und holen uns zurück, was uns gehört. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Destiny 2 Season 23, die am 28. November gestartet ist. Darin befinden wir uns gerade und die Season wird bis zum 4. Juni gehen, weil ja die vorerst letzte Destiny 2 Erweiterung Final Shape vom Ende Februar zu Anfang Juni verschoben wurde, weil die Entwickler mehr Zeit brauchen. Und wir genießen mal kurz hier die Atmosphäre. Währenddessen könnt ihr gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbeigucken für günstig Games und Guthaben. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk zum Beispiel braucht. So, und dann legen wir doch jetzt mal richtig los. Halle zweier Seelen. Okay. Und da warten uns schon die ersten Gegner. Nämlich die Vex. Na dann wollen wir doch mal loslegen hier. Dann wollen wir doch mal hier draufhauen. Auf die Gurken, auf die Schurken. Ich weiß überhaupt gar nicht, was für Waffen ich hier mit habe. Aber jetzt, wo ich alle drei ausprobiert habe, bin ich der Sache näher gekommen. Jetzt weiß ich wieder hier, was abgeht. Ich habe natürlich sehr, sehr lange kein Destiny 2 mehr gespielt, egal ob aufgenommen oder halt privat. Ich bin dann gerade eher mit anderen Videospielen beschäftigt. Ihr könnt auch gerne auf twitch.tv/assassin2020 vorbeigucken, weil da gab es in letzter Zeit auch den ein oder anderen Stream von mir. So, dann gucken wir doch mal, wo es weitergeht. Auf alle Fälle geht es da drinnen weiter. Aber dann müssen wir noch irgendwas freischießen.
Okay. Müssen wir uns hier erstmal umgucken. Da ist noch ein Gegner. Noch ein Zyklop. Und jetzt. Das ist alles irgendwie miteinander verbunden. Da hinten sind noch weitere Wächsgegner. Dann springen wir doch mal hier nach drüben. Und machen den Torwächter down. Natürlich sind wir hier wieder mit meinem Warlock am Start. Mit dem leeren Fokus. Eine blaue Waffe, okay. So, das können wir jetzt kaputt machen. Was haben wir denn hier? Aha. Dann können wir das doch gleich infoldieren, würde ich sagen. Obwohl zwei Punkte höher. Nutze ich momentan nicht, würde ich sagen. Dann warten wir lieber doch mal ab, bis wir eine stärkere Waffe kriegen. Dass wir dann die Exo wieder infoldieren können. So, muss ich noch irgendwas zerstören? Jawohl. Und da hinten ist auch noch was. So, Gott sei Dank haben wir hohe Reichweite damit. Gute Idee, aber in der Nähe von Rivens Überbleibseln treiben sich noch mehr Wächs herum. Die Tekkians brauchen einen Teil davon für ihre Magie. Magie, um Rivens Geist heraufzubeschwören. Bist du dir sicher, Petra? Ich vertraue dem Urteil meiner Königin. Okay. Na dann. Wollen wir doch mal weitermachen. Hä? Ich hätte gedacht, das ist ein Portal. Dass man da durch kann. Aber nein. Hier geht es rechts und links wahrscheinlich weiter. Den linken Weg habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aha. Okay. Dann mal hochwärts hier. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Auf alle Fälle neue Wächsgegner. Das ist für mich natürlich hier auch alles neu. Ich habe mir noch gar keine Videos davon angeguckt. Von der neuen Season. Obwohl sie jetzt schon, wie gesagt, seit 2 Tagen draußen ist. Heute am 30. November, wo ich das aufnehme, am 28. November. Um 18 Uhr ist die neue Season ja erschienen. So, die machen wir auch nach und nach platt. Die Wächsgegner hier. Oh, da bewegen sich Teile, okay. Wahrscheinlich irgendeine Uhr oder so, wer weiß. Bei einer Uhr bewegen sich ja eigentlich sehr, sehr viele Teile. Müssen wir erstmal wieder die Torwächter besiegen, bis wir hier alles platt machen können. Bis wir alles in den Erdboden gleich machen können. Von den ganzen Wächsgegnern, die das hier angerichtet haben. Schade, da haben wir es verfehlt. So. Okay, jetzt können wir hier die Teile entfernen. Die Barriere. Da hinten ist noch was. Ist auch noch Nummer 3? Nein. Zeit, Rivens Leichnam zu besuchen. Schade, dass ich ihr Ende nicht miterlebt habe. Wir hätten es nie tun sollen. Ich bin direkt in ihre Falle getappt. Durch meinen Wunsch nach Rache war ich wie blind. Ja, das Gefühl kenne ich. Ja, Riven, der letzte Amkara, der noch gelebt hatte, bevor wir Hüter kamen und ihn getötet haben. Und jetzt brauchen wir seine Hilfe. Alles nur für eine einzige Person. Alles nur für den Zeugen. Der Königengang
Okay. Und da sehe ich wieder neue Gegner auf dem Radar. Oh, die Schar! Was auch immer sie tun, kümmere dich lieber darum. Doch nicht. Sah von hinten so aus, weil die sich getarnt hatten, sozusagen. Aber es sind weitere Wächs, die nur ein wenig überwuchert sind mit Pflanzen und Zeug. Anscheinend wurde hier getrauert, gewartet vor Das hat sie Riven. abgelenkt. Lass sie nicht in Rivens Nähe. Eieieiei. Wiedereinstieg eingeschränkt. Verteidige Rivens Überreste. Da gibt es ja auch hier in diesem Spiel den letzten Wunsch-Raid, wo man Riven besiegt hat. Wo man dann durch ihren Körper hindurchgegangen ist. Ihr wisst das Ganze ja. Wenn ihr Destiny 2 spielt oder gespielt habt und den Raid schon mal absolviert habt. Für die 1000 Stimmen oder was es da für eine Belohnung gibt. Geisel des Lichts. Okay. Einen Triumph freigemacht. So, dann einmal mit unserer Ulti drauf. Und da haben wir es, wollte ich gerade sagen, aber nein, es kommen weitere Wächsgegner. Weitere Wächs mit Moos bedeckt, so wie es aussieht. Das ist mal was anderes. Ist eine gute Abwechslung. Ui. Da muss man auch mal in Deckung gehen. Muss man auch mal versuchen, hier vorsichtiger zu spielen. Bei den ganzen Massen an Gegnern. Waffenbeherrschung. Okay. Das sind die letzten. Hol dir das Teil und bring es in die Kammer. Ich kontaktiere Königin Mara. Jo, dann machen wir das. Dann holen wir mal Rivens Zahn. Hier seht ihr es auch. Hier ist man dann durchgegangen. Und hier geht's nicht weiter, so wie es aussieht. Da ist eine Barrikade davor. Oh. Wir müssen die Täckchen finden. Sonst können wir die Wächs hier nicht killen. Müssen wir irgendwie zurück. Da lang geht's. Ach du meine Güte. Die müssen wir erstmal hier aus dem Weg räumen. Gut, der Wiedereinstieg ist nicht mehr eingeschränkt. Somit ist es auch gar kein Problem, wenn wir getötet werden. What the fuck, was war das gerade? So, neue Muni. Und sind Granatwerfer. Eieiei, da ist sie ja auch wieder. Ja, das ist der. Uiuiui, das ist der Weg vom letzten Wunsch-Raid. Alle Fälle haben sie wieder das genommen, was sie zur Verfügung hatten. Hier ist man dann runtergefallen. Oder an einer anderen Stelle, wer weiß. Auf alle Fälle sieht alles so gleich aus. Hier sind wir wieder an diesem Ort. Destiny 2 Veteranen erkennen natürlich die meisten Dinge wieder. Auch wenn sie ein wenig verändert und angepasst worden sind.
Aber ich sag mal so, die Erinnerung bleibt. Dann mal nach unten. Gut gemacht, Hüter. Bring uns, was meine Täckchens brauchen. Sie werden dann ein Portal zur Wunschmauer öffnen und Riven heraufbeschwören. Alles klar. Dann mal los, platzieren wir das Ding. Dein Tiefenblick wird Sabatons Wunsch offenbaren. Wenn Riven ihn erfüllt, können wir den Zeugen verfolgen. Okay. Dann wünschen wir uns doch mal was. Jetzt sind wir hier. An der Wunschtafel. Wo man auch sehr, sehr viele Triumphe freimachen konnte. Ja, jetzt haben wir den Tiefenblick aktiviert. Aber wir wissen nicht, was für einen Wunsch wir eingeben sollen. Ah! Hör mich an, Riven. Sabatons letzter, heimlich eingravierter Wunsch wird vom Hüter eingefordert. Erfülle ihn nun und nähre dich am Gegensatz von Wunsch und Realität. Solch ein langer Schlummer, solch grobes Erwachen, um den letzten Wunsch der Hexenkönigin zu gewähren. Oh, niemals. Lasst uns allein. Welchem Grund verwehrst du uns den Wunsch? Wieso sollte ich, oh meine Majestät, vergesst nicht, ich bin tot, genau wie der Rest meiner Art. Dafür hat die Vorhut gesorgt. Ich brauche keinen Grund, nur einen Grund, ihn zu gewähren. Was könnt ihr mir bieten für meine Kooperation? Es genügte euch nicht, dass eure Champions mich besiegten. Ihr habt auch all meine Eier zerstört. Nun ja. Nicht alle davon. Wie das in Sabatons Säule. Nur eines von vielen. In meinem Versteck, geschützt vor euren rachsüchtigen Augen. Doch wenn ihr sie für mich finden würdet, dann würdet ihr euch auch euren Herzenswunsch sichern. Und zulassen, dass die Ahamkara uns erneut terrorisieren. Nun gut, Riven. Dies soll unser Handel sein. Neue Quest-Aktivität verfügbar. Okay. So, und die ist jetzt wo? Ah! Einmal hierhin. Und zu Marasov. Ich wusste, dass der Handel mit Riven seinen Preis haben würde. Ich wollte nicht, dass wir ihn noch Jahre später zahlen würden. Doch die Schriftrollen der Hexenkönigin bestätigten meine größte Angst. Der Fluch der träumenden Stadt ist unumkehrbar. Ich habe tausende Optionen erwogen, doch die Seelen der Korsarinnen bleiben dort gefangen. Ich werde sie nicht aufgeben. Selbst mit dem Fluch muss es einen Weg geben, mein Volk heimzubringen. Vielleicht eines Tages. Trotz des Schmerzes, den Riven verursacht hat, sind wir ihr verpflichtet. Es muss eine Alternative zur Rettung ihres Geleges geben. Es könnte verheerend sein, wenn die Ahamkara wieder auferstehen. Besessen oder nicht. Wir kämpften schon einmal, um sie aufzuhalten.
Jetzt ist es das Wichtigste, den Zeugen zu verfolgen. Ich brauche jemanden, um den Pakt mit Riven abzuschließen. Sie muss den letzten Wunsch erfüllen. Ich werde Gegenmaßnahmen erarbeiten. Tu, was du am besten kannst. Finde einen Weg. Alles klar, wir Hüter müssen das natürlich wieder ausbaden. Aber darin sind wir ja gut. So. Und wir haben gleich was für unser Season-Artefakt erledigt. Und weitere Triumphe freigemacht. Okay, dann gehen wir doch mal zu ihr. Zu Riven. Was wir wahrscheinlich müssen, oder? Ah, nee, das Ding ist das wieder. Aha. Wir müssen uns erst den Season Pass holen, um dann sozusagen weiterzumachen. Weil das war nur die Einleitungsmission, wie immer. Um weiterzumachen, müssen wir uns den Season Pass für 1200 Silber kaufen, umgerechnet 12 Euro. Naja, okay. Wir haben ja noch 187 Tage und 6 Stunden Zeit, Stand 30. November 2023. Also, wir sollten genügend Zeit haben, sozusagen, um die kompletten Missionen, die wöchentlich veröffentlicht werden, abzuschließen. In den jetzt 6,5, 7 Monaten, wo die Season 23 aktiv ist. Na gut, Leute. Dann würde ich aber mal sagen, das war's hier mit diesem Part. Wenn euch gefallen hat, dann gebt ihr doch einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Folgt mir gerne auf Twitch, twitch.tv/assassin2020. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.